Sie geben sich für die Herrschaften aus. Früher waren sie Schläger und zogen mit ihren Verbrecherbanden um die Häuser. Und sie verunsicherten alle Mitmenschen, sie bedrohten Personen und sie verbreiteten Angst und Schrecken auf den Straßen der Stadt. Heute laufen sie mit Schniekelkleidung herum und haben eine Eigentumswohnung oder ein Eigenheim. Doch sie können nicht verbergen, wer sie einmal waren. Auch wenn sie sich sehr viel Mühe geben, sich gesittet und mit ihren zwei Autos reicher als du zu geben. Aber wir wissen, wer sie waren und wer sie immer noch sind. Sie treten jetzt nicht mehr mit ihren Schuhen ihre Opfer, die am Boden liegen, nein. Sie treten verbal die Opfer, die am Boden liegen oder die, wie sie sagen, weit unter ihnen in ihrer Hackordnung stehen. Sie sagen, sie seien jetzt Herren und du bist ihnen nicht würdig genug, mit ihnen an einem Tisch zu sitzen oder mit ihnen Umgang zu haben. Sie veräppeln andere Menschen und eigentlich machen sie das heute noch, aber sie wollen nicht erwischt werden und auch sind sie nun in einer Gesellschaftsposition aufgerückt, in der sie ganz unauffällig sich das alles herausnehmen können. Sie sagen dir jetzt, musst du ihnen gehorchen, denn sie sind die Herren hier und sie beschimpfen dich und sie bestimmen jetzt. Und du bist in der Hierarchie ganz weit unter ihnen, doch wer sie wirklich sind, das verbergen sie hinter ihrer Arroganz. Sie sind es nicht wert, dass man sich über sie aufregt, doch gehorchen werde ich ihnen jedenfalls nicht. Und auf ihrer affektierten Gehabe falle ich nicht hinein. Sie sind immer noch die Ganoven und die Verbrecher von früher.